Ja, hallo. Ich möchte herzliche Grüße, Abschiedsgrüße erstmal, vorerst hier aus Teneriffa und möchte mich herzlichst bedanken für all die herzlichen Rückmeldungen, Feedbacks, mutmachend, Herzensgrüße, Wünsche. Danke, danke, danke für eure, für eure Rückmeldungen. Auch privat ganz viel hat mich erreicht und hat mich sehr, sehr berührt und schenkt mir einfach auch viel Kraft. Ja, es waren intensive 7 Monate. Wow. Ja, wie ich schon gesagt habe, glaube die intensivsten 7 Monate meines Lebens. So fühlt es sich jedenfalls an. Ich bin so, so, so dankbar, wirklich. Alles, was ich hier spüren, fühlen, erleben durfte, durchmachen durfte im Sinne, zu mehr Klarheit kommen durfte, ja, für all die Geschenke. Ja, Geschenke sind so und so. Geschenke sind nicht nur Freude, sind nicht nur Glück. Geschenk ist für mich, wenn einfach vieles bewusster wird und ja, letztendlich zur Klarheit führt und mich absolut in meine Wahrheit führt. Und so ist es geschehen. So geht jetzt einfach mein Weg allein weiter. Und ja, ich bin jetzt vorerst die letzten Stunden hier auf Teneriffa. Verabschiede mich gerade vom Meer, von den Elementen. Ach ja. Und ja, wie geht es weiter? Ich werde jetzt einfach ein paar Wochen in Ungarn sein. Ich fliege jetzt nach Budapest und dann weiter in die Nähe vom Balaton. Dort werde ich, ja, habe ich die Ehre, bin dankbar, habe ich, betreue ich, begleite eine Frau, eine kranke Frau und ja, darf da einfach meine Dienste tun. Und bin dann erstmal sozusagen ein bisschen, habe dann erstmal ein bisschen Abstand auch von all dem. Ja, danach, so zumindest der Plan, genau, danach wird es nach Deutschland erstmal gehen, zur Familie, zu Freunden, die mir im Herzen liegen. Ja, genau, erstmal wieder Heimat spüren. Familie auftanken, absolut zu mir kommen, zu mir finden, zu fühlen, zu spüren, wer bin ich überhaupt, all ohne dem, ohne Jeet. Ja, einfach das ganz klar wieder spüren. Ja, das ist dran. Und dann ist zumindest der Plan so. Ich fühle mich hier sehr, sehr zu Hause, sehr willkommen, sehr aufgenommen, so lebendig hier auf dieser Insel Teneriffa. Und ja, möchte ich einfach im Sommer, Spätsommer, wie auch immer, es wird sich zeigen, hier einfach zurückkehren. Neugeburt, so fühlt sich's an. Ja, neu starten, aufgetankt und ja, mit meinen Beratungen natürlich, die ich weitermache, auch jetzt natürlich auch von Deutschland. Dann, was mir total am Herzen liegt, womit ich schon eine ganze Weile schwanger bin, so das fühle ich, Frauen einzuladen, die nicht alleine reisen wollen oder die einfach hier ihrer Wahrheit ein Stück näher kommen wollen, einfach einzuladen,
hier auf Teneriffa, entweder du allein, Frau oder als kleine Gruppe. Und ja, wir sind hier miteinander. Wir werden hier, also wenn du diese Insel nicht touristisch erleben willst, sondern so wirklich richtig, so richtig mit allen Elementen in ihrer totalen Vielfalt, Lebendigkeit, alles, was sie zu bieten hat, mit ihrem Heilungspotenzial, mit ihrer knallharten, nackten Spiegelung, ja, dann lade ich dich ein. Einfach, ich denke, ab Herbst wird es soweit sein oder Spätsommer. Ja, hier einfach auf der Insel zu verweilen, ein paar Tage, eine Woche, ein paar Wochen, wie es dir möglich ist. Und da habe ich richtig Lust drauf und das spüre ich. Da einfach dich zu begleiten, ein Stück deines Weges, das, was gerade einfach, was sich zeigt, was dein Thema ist. Ja, ich habe da so ein Potpourri, so eine Vielfalt. Sei es mit Erbschaften deiner Familie, deiner Ahnen, das mit einfließen darf. Sei es mit Spiegelungen durch einen Tanz oder auch mit Berührung. Ich habe viele Jahre ja auch Massagen gegeben, also intuitive Massagen, also mit Körperarbeit, Körperbewusstsein. Es ist so viel, also intuitiv einfach zu spüren, was dran ist gerade bei dir. Und wir machen uns auch gemeinsam auf den Weg in die Lavalandschaft, auf den Vulkan. Alle Elemente begleiten dich. Das Luft, also der Wind, der ist so präsent auch, der pustet, er wird hier durchgeschleudert, durchgerüttelt. Also hier auf dieser Vulkaninsel bleibt tatsächlich nichts verborgen. Man kommt sehr, sehr schnell an seine eigene Wahrheit. Ja. Und dazu lade ich dich ein, wenn du Lust hast, wenn du den Ruf spürst. Ja, total gerne. Genau, das wollte ich schon mal preisgeben. Ansonsten bin ich nach wie vor einfach, laufen die Beratungen weiter. Und nach wie vor auch natürlich die Intuitionskurse, Intuitionsschule online, alle 14 Tage Deutsch-Spanisch und jetzt auch mit Cheat auch in anderen Sprachen. Mit mir Deutsch-Spanisch bin ich dabei. Ja, vor Ort auch. Ja, also ich bin ein bisschen durcheinander, auch ein bisschen im Wehmut. Ja, heute Nachmittag geht einfach mein Flug erstmal nach Ungarn und dann nach Deutschland weiter. Ja, so sieht es aus und ich bin sehr okay, sehr stimmig damit, wie es ist, auch wenn es natürlich alle möglichen Gefühle da sind. Es ist natürlich so ein Abschiedsschmerz, es ist ein totaler Loslassprozess und wow, wie es passt. Heute ist Neumond, ja, also genau zum Neumond geht es auf. Also ich fühle mich wirklich wie ja, ein komplettes Loslassen, komplettes Fallenlassen in das neue Leben, was auch immer sich noch zeigen wird. Wow. Ja, dazu gehört es viel Mut, auch all die Gefühle, die da sich damit zeigen, offenbaren, dass die gefühlt werden dürfen, die nicht zu verdrängen. Und es war viele Wochen, viele Monate wirklich wie Achterbahn im Körper. Ich bin kaum zur Ruhe gekommen, kaum geschlafen, wenig gegessen. Oh wow, es war sehr, 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 sehr intensiv. Dadurch war ich auch nicht so viel online. Es waren noch viele, viele Besuche, viele Freunde, die hier waren und ich bedanke mich. Es hat sehr, sehr gut getan. Wir waren auch hier auch unterwegs. Ja. Ah.
gar nicht mehr so viele Worte. Einfach nochmal. Danke, danke, danke. Danke, Teneriffa, was du mir schenkst. Einfach, fühl einfach diese große Liebe hier. Es ist die Herzinsel. Die steht auch für das Herzchakra. Danke an alle, danke an euch, alle, die da sind, alle, die mitfühlen, einfach für die liebevollen Worte, für eure Präsenz. Danke, danke, danke. Es berührt mich sehr. Ja, jetzt pullern doch ein paar Tränen. Und es darf sein. Ich werde euch auf den Laufenden halten. Wie gesagt, ich lande ab Mitternacht, ja, bin ich dann in Ungarn. Und ja, auf geht's in das neue Leben. So what? Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich auf die Neugeburt, auf das neue Leben. Es geht weiter. Neu, frisch, lebendig, mit allem, was dazugehört, allen Gefühlen. Danke. Ja, und lade euch auch alle ein, diese Neumondenergie zu fühlen, zu spüren, zu nutzen. Wo ist es in deinem Leben? Wo gibt es Erneuerung? Was willst du einladen in deinem Leben? Ja. Einfach eine große Dankbarkeit da. Danke, Jeet. Danke an alle Freunde auch hier, die ich auf der Insel in dieser kurzen Zeit, in diesen 7 Monaten kennenlernen durfte. Die sich freuen, wenn ich auch wiederkomme. Ja. Es waren sehr, sehr intensive hier Begegnungen auch. Danke an jeden Einzelnen von euch. Von Herz zu Herz. Jetzt zittert mein ganzer Körper. Wow. Lebendigkeit. Danke, dass ich mich so fühlen darf. Danke für die Herzen. Ja, ihr seid so herzig. Vielen Dank. Danke.